Und ich glaube, Ja, wir sind live. Wir sind live. wir sind live. Wir sind live. Ja, Leute, der große Reveal, das ist mein Gesicht, ja. ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Mal gucken, wie viele es im Moment sind. Immerhin 26. Also, Leute, gebt euch Mühe, ne? Heute habt ihr zwei der bestaussehenden YouTuber Deutschlands hier und Moritz ist auch dabei, ne? Also insofern, glaube ich, ganz gute Sache. Ja, schön, dass ihr dabei seid, alle. Schön, dass ihr beide dabei seid, Moritz und Sivan. Ich freue mich total, dass wir das hier möglich machen konnten. Und ich habe euer beider Livestream mit großem Vergnügen verfolgt und ja, war eine richtig coole Sache. Und da war der Wunsch natürlich groß, dass ich euch, dass wir da irgendwie mal zu dritt was machen. Insofern schön, dass ihr dabei seid. Ich würde mal sagen, für die Leute, die euch beiden aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen vielleicht noch nicht kennen, würde ich sagen, stellt euch vielleicht mal einmal kurz vor. Für die anderen, für meine Abonnenten, die euch noch nicht kennen. Ja, genau. Sagt einfach mal ein paar Worte zu euch, zu eurem Kanal. Moritz? Ja, okay. Ich bin Mo von Senkrecht Starter. Ich bin seit ein bisschen über einem Jahr dabei und mache Videos über Raketentriebwerke und alles, was senkrecht in den Himmel fliegt. Ja, mein Name ist Sirwan. Ich habe Mars Chroniken gegründet vor bisschen über 2 Monaten und ich freue mich schon mega, dass und vor allem, dass wir uns jetzt gefunden haben zu dritt und die Community so stark am Wachsen ist. Danke für die Einladung, Christian. Ja, Mann, Ja, danke für die Einladung. sehr gerne. Ja, dann will ich auch noch kurz was sagen für die von den anderen beiden, die dazugekommen sind. Ja, ich bin Christian. Ich habe vor 4,5 Jahren Video Space News gegründet. Damals war ich völlig geflasht von der ersten Präsentation vom Interplanetary Transportation System von Elon Musk. Das war so ein bisschen mein Trigger. Und das habe ich ja auch gehört bei Sirwan, glaube ich, du hast es gesagt, im Livestream. Man hat das Gefühl, wenn man mit sowas anfängt, dass es keine anderen gibt. Ne? Und das stimmt ja gar nicht. Ne? Also ich meine, ja, es gibt uns, ja, und es gibt tatsächlich auch noch andere, die sind nicht so gut wie wir, ja, aber das sei mal dahingestellt. Das ist so ein bisschen das, muss ich sagen, was ich so cool finde jetzt, dass einfach diese Community so durchstartet. Ich meine, was auf deinem Discord-Server los abgeht, Moritz, ist ja der totale Knaller. Ne? Also hätte ich auch nicht so gedacht. Also ich bin da echt auch einfach glücklich, dass dann jetzt ein paar Gleichgesinnte mal zusammenkommen und vielleicht bei uns auch im deutschsprachigen Raum so ein bisschen Begeisterung für das ganze Thema entfachen können. Und ja, wir wollen versuchen, so ein bisschen, ja, das Material und das Futter zu liefern, ja, um das ein bisschen zu steuern. Okay, gut. Genug der Worte erstmal. Ja, Thema heute soll so ein bisschen sein Raumfahrtjahr 21. Wir haben ja ein super cooles Raumfahrtjahr 2020 hinter uns. Es ist ja mega viel passiert. Aber auch dieses Jahr steht super viel an. Und wenn ich mal alleine gucke, was in den nächsten paar Tagen passiert, also heute, ne, ich weiß nicht, wer im Livestream gewesen ist von Blue Origin. Die haben ja heute ihre 14. geflogen. Können wir vielleicht gleich auch mal drüber sprechen, ob heute eventuell oder dieses Jahr das Jahr sein könnte, in dem endlich Touristenflüge in den Weltraum starten. Klammer auf, ich glaube nicht dran. Klammer zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und am 17. Januar will Virgin Orbit einen nächsten Testflug seines Launcher Ones fliegen. Es steht der Green Run, die Fortsetzung des Green Runs der SLS-Kernstufe an. Ja, mit dem Hot-Fire-Test. Ich glaube, da wird Silvan gleich ein paar Worte zu verlieren zum Thema SLS. Ne? Der pumpt sich schon auf. Der hat schon 250 Puls. Das sehe ich ja, das sehe ich von hier aus schon. Ne? Ja, Starship, ne? Wir haben gestern einen dreifach Static Fire gesehen, dreimal hintereinander, was ich nicht wusste und auch nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber richtig coole Sache. Also es gibt super viel zu besprechen, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Sirwan. Was ist Also, dein...
dein Thema, worauf freust du dich am meisten jetzt im Raumfahrtjahr 2021? Und wir Es grätschen dazwischen und machen dich richtig nieder. Wir sind gerade auf. Stopp, Sirwan, weil wir sind, ich merke, wir sind ja eigentlich viel zu früh dran. Es ist 20:12 und wir haben angefangen um 20:15 an. Also Das stimmt, wahrscheinlich guter Punkt. Ach, richtig, sollten ach, wir das das habe alles ich nochmal vergessen. machen. Das stimmt, ja, genau. Aber das war Aber das war ja guter hervorragend. Testrun. Das war ein Siehst sehr du? guter Testrun. Ja, prima. Hey. Ja, siehst du, habe ich Hammer. total vergessen. Stimmt. Das heißt, wir haben Aha. die technischen Danke Probleme auch mit. gelöst, bevor die Leute Ja. eigentlich dazukommen Bevor sollten. Was Termin. macht ihr eigentlich schon alle im Stream hier, Leute? Genau. Echt. Ehrlich. Mit Name hat uns auch darauf hingewiesen. Danke, danke. Ja, okay. Ja, Also gut, ich nehme alles sehr zurück. nice. Wir warten noch 2 Minuten, aber was mich interessieren würde, also ich weiß, dass Moritz, du sitzt in Hamburg, ne? Also ich bin in Meerbusch, das ist westlich von Düsseldorf, also ist ein Vorort von Düsseldorf, auf der falschen Rheinseite, wie die Düsseldorfer sagen, ne? Aber NRW. NRW, genau. Und ich glaube, Silvan, du sitzt in Wien, ne? Oder? Ja, Wien, der Ja. einzige Ösi Sehr hier in der cool. Runde. Ja. Ich habe, also Wien ist eine der schönsten Städte, die ich je besuchen durfte, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Und ich war eigentlich in allen europäischen Hauptstädten schon. Wien war ganz vorne mit dabei und ich habe, Achtung, Klischee, das beste Wiener Schnitzel meines Lebens gegessen mit Kartoffelsalat und steirischem Kürbiskernöl. Das war einfach nur großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo, Also, weißt du noch wo? Figelhuber, Fiegelmüller. Figelmüller, genau. War Exquisite Wahl. absolut spitze. Ja, Absolut spitze, war echt ganz, ganz der groß. Wahnsinn. Ja, also das heißt, wir haben im Prinzip fast alle Himmelsrichtungen vertreten. Ne? Und insofern denke ich, ja, coole Zusammensetzung. Ja, genau. Name, ich sehe es gerade im Chat. Wir fangen gleich nochmal an. Wir hatten so Genau. einen kleinen Testlauf, Testrun, genau. Static Fire vom Livestream. Wir hatten tatsächlich, wir dachten, wir haben technische Probleme, aber hatten wir gar nicht. Nein, Und nein, nein, keine technischen dementsprechend Probleme. waren wir vielleicht etwas jetzt on fire, direkt loszulegen. Aber ja. Genau, richtig. Also, okay, das mag jetzt den einen oder anderen langweilen. Ach, wir haben 58 Zuschauer, sehr coole Sache. Ja, herzlich willkommen alle. Also nochmal auch herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Falls ich so ein bisschen zur Seite gucke, das hat damit zu tun, dass ich den anderen Bildschirm angucke, wo der Stream läuft. Ja, der Bildschirm ruckelt ein bisschen, das liegt an der Datenübertragung. Ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt. Also ich bitte auch zu entschuldigen, wenn es da ab und zu mal hängt irgendwie. Die Aufzeichnung des Streams, die wird auf jeden Fall auch auf unseren aller YouTube-Kanälen nachher zu sehen sein. Okay, ja, ich sehe immer mehr auch bekannte Gesichter, Namen. Ja, auch mein Chef ist dabei, das ist natürlich, setzt mir ein bisschen unter Druck. alles klar. 20:15 Uhr. Ja, stimmt, 20:15 Uhr, okay. Dann, ich werde mal gerade die Bitrate des Streams ein bisschen runtersetzen. Ich hoffe, dass das überhaupt geht während des Streamens. Weiß das jemand? Ob das funktioniert? Weiß ich leider nicht. Ich probiere es mal. Okay. Alles klar. Gut. Gut. Also mit Chrome funktioniert's. Alles klar. Gut, also, ja, wie gesagt, eben einen kleinen Testlauf gehabt, also starten wir nochmal neu. Ja, herzlich willkommen, Leute. Herzlich willkommen, Moritz von Senkrechtstarter. Herzlich willkommen, Sirwan von den Mars-Chroniken. Mein Name ist Christian von Video Space News. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein bisschen über das Raumfahrtjahr 2021 zu sprechen, nachdem wir ein knaller Weltraumjahr 2020 hinter uns haben mit ganz vielen Sachen, die auch schon reichlich besprochen wurden. Ihr habt ja im letzten Livestream, den ihr gemacht habt, ein bisschen zurückgeblickt. Ne, und wir werden jetzt ein bisschen nach vorne blicken. Wir hatten eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt in den nächsten Tagen allein alles ansteht. Wir hatten heute den Livestream von Blue Origin, die den 14. Flug ihres New Shepard Raumschiffs durchgeführt haben. Und ich glaube, es war ein Bilderbuchflug. Ne, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sah für mich zumindest so aus. Ich habe den Livestream zumindest mit einem halben
Auge verfolgt, ja, meine Tochter auf dem Schoß mit einem Tierbuch in der Hand, habe ich mit einem Auge drauf geguckt. Und wir haben am 17. Januar steht der nächste Flug von Virgin Orbit an mit dem Launcher One. Es steht an, ja, Starship, ne? Wir erwarten den nächsten Testflug in 12,5 Kilometern Höhe, eigentlich jetzt fast täglich. Ich weiß nicht, einer von euch weiß vielleicht, wann das geplant ist. Meine Information ist Freitag oder Samstag frühestens. Ich meine jetzt, waren irgendwie Straßensperrungen dann eben für Montag sogar leider erst. Ich hatte jetzt gerade in letzter Zeit nicht mehr reingeguckt heute, Ich weil schaue ich von der jetzt. Arbeit bin. Straßensperren sind angekündigt für Montag 18., Dienstag 19. und Mittwoch 20. Also Ja, okay. die werden wahrscheinlich über das Wochenende die drei Static Fires, die heute passiert sind, und mit denen irgendwie keiner gerechnet hat, die werden wahrscheinlich ein bisschen diese Daten auswerten und erst Montag loslegen können. Oder die alle SpaceX-Mitarbeiter müssen Tesla-Aktien von Elon Musk zählen. Genau, ja, und dann steht ja die Fortsetzung des Green-Run-Tests für die SLS-Kernstufe an. Das heißt, ein Hot-Fire-Test, das heißt die Zündung der Triebwerke für die vollständige Dauer des Starts, was diese Green-Run-Testkampagne tatsächlich abschließen würde und was darauf hindeuten könnte, dass die SLS dieses Jahr startet. Ja, ich glaube es Darf erst, ich da wenn ich ganz kurz sehe, ja. was einwerfen, weil ich Grätsch hab heute, rein. Ja, es ist, es ist hau heute, heute habe ich während der Arbeit ständig Push-Benachrichtigungen von Reddit bekommen rein. und da ging's richtig hart ab. Ein Meme nach dem anderen. SLS plant nach 11 Jahren ein Static Fire quasi und am selben Tag macht SpaceX mit dem neuen Starship drei Static Fires einfach so. Und es ist einfach richtig crazy, wie halt diese Herangehensweisen sind komplett verschieden. Auf jeden Fall. Und da wir ja, wie gesagt, eben auch unseren kleinen Static Fire gehabt haben, um 8 Uhr, würde ich euch nochmal bitten, euch zwei kurz vorzustellen. Für diejenigen, die euch beide noch nicht kennen, unverständlicherweise. Vielleicht, Sirwan, willst du anfangen? Und übrigens, ist natürlich klar, dass alle, die diesen Stream gucken, 75 mittlerweile gleichzeitig, natürlich alle drei Kanäle abonnieren müssen. Ne? Das ist, Voraussetzung, dass man hier weiter dabei sein darf. Sonst geht das nicht, ne? Also, hier waren ein paar Worte zu deinem YouTube-Kanal. Hallo, mein Name ist Sirwan. Ich habe jetzt Mars-Chroniken vor circa 2 Monaten und ein paar Tagen gegründet. Ich bin auf eine tolle Resonanz gestoßen auf YouTube. Ich habe euch beide dadurch kennengelernt. Und an dieser Stelle jetzt auch offiziell noch einmal danke für die Einladung, Christian. Ich freue mich echt, dass wir das machen und dass jetzt diese ganze Community ein bisschen Fahrt aufnimmt und wächst und bisschen Bewusstsein für diese ganze Materie geschaffen wird und diese Bubble ein bisschen platzt oder diese kleinen Bläschen da zusammenfinden und etwas Größeres machen. Ja, mega. Ich bin Mo von Senkrechtstarter. Ich mache das seit ein bisschen über einem Jahr. Ja, ähnlich wie Sirwan, man hat irgendwie die Materie irgendwie geil gefunden und hat irgendwie gemerkt, von wegen irgendwie, da ist kein Content und man möchte irgendwie die Interessenten irgendwie zusammenführen. Und ja, bin auch froh, dass wir das jetzt hier zu dritt machen. Ja, Christian, wir kennen es eigentlich jetzt schon. Übers Schreiben schon eigentlich seit einem Vierteljahr, halben Jahr oder so. Und ich bin super froh, dass es jetzt endlich ja, hier die Kollaboration zustande kommt. Und ja, freue mich riesig, dass du das hier möglich machst und dass wir so ein bisschen, glaube ich, alle so ein bisschen näher zusammenrücken und uns in unserer Bubble gegenseitig bestärken, wie geil Raumfahrt ist. Ja, das hoffe ich auch, ne? Und ich sag noch, für die von euch, die mich noch nicht kennen, ne? Wie gesagt, großer Reveal heute, mein Gesicht, das ist es ja. Wer die ersten 5 Folgen der Video Space News guckt hat, hat es noch gesehen. Mir war es nachher einfach zu viel Arbeit zum Schneiden. Außerdem glaube ich nicht, dass mein Gesicht so attraktiv ist, dass ich es in die Kamera halten muss die ganze Zeit. Übrigens, kleiner Hinweis, Chat, das ist jetzt der Punkt, wo ihr dann schreiben müsst. Stimmt gar nicht, ne? Phishing for Compliments nennt man das. Ich habe 2016 tatsächlich angefangen schon mit Videos. Ich wiederhole es nochmal. Wie gesagt, damals getriggert von der Präsentation von Elon Musk für das Interplanetary Transportation System.
Ich muss sagen, auf meinem Kanal hat sich, ich bin immer mal wieder so zeitweise recht aktiv gewesen. Es hat sich halt einfach nichts getan. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe ein Jahr lang gebraucht, um 100 Abonnenten zusammenzukriegen, ne? Und das, sag mal, weil natürlich, ne, man wird ja auch nicht jünger und sag mal, Familie und Beruf gehen natürlich einfach vor. Es bleibt, ist und bleibt ein Hobby, ne? Und insofern, naja, waren da immer mal Phasen der Inaktivität, aber ich bin jetzt auch halt froh, da einfach eine Community gefunden zu haben von Leuten, die da auch ähnlich denken und Gleichgesinnte sind. Und ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen Begeisterung einfach für das Thema wecken können, ne? Und vielleicht schaffen wir tatsächlich irgendwie, dass es sowas wie einen deutschen Everyday Astronaut gibt oder einen deutschen Scott Manley oder sowas, ne? Das wäre natürlich so ein bisschen der Traum, dass wir da auch mit unseren Themen ein größeres Publikum erreichen und dass, ja, dass das Thema einfach so ein bisschen nach vorne geht, ne? Okay, wie gesagt, Thema heute ein bisschen Jahresausblick. Jeder von uns hat so ein paar Sachen, auf die wir uns ganz besonders freuen im Jahr 2021. Und deswegen würde ich sagen, Silvan, fang einfach mal an und erzähl uns mal, worauf du dich am meisten freust 2021. Übrigens, ich habe mir noch einen für dich. Hier der Eagle 0508, das ist, glaube ich, der Martin vom Discord-Server, wenn ich mich nicht total vertue. Der hat gesagt, SLS steht für Slow Launch System, ne? Hat er nicht ganz Unrecht. Ja, aber bevor wir zum Slow Launch, zum SLS-System kommen, weil du gefragt hast, worauf ich mich am meisten freue, ich freue mich einfach am meisten darauf, wenn die Mars 2020, also sprich Perseverance und Ingenuity, endlich am Mars landen. Dazu habe ich mir ein paar Sachen notiert, die ich gerne mit euch teilen würde. Also so mal Eckdaten. Am 30. Juli 2020 ist die Sonde auf einer Atlas-5-Rakete Richtung Mars gestartet. Insgesamt knapp 470 Millionen Kilometer soll die Reise dauern und ein bisschen über ein halbes Jahr gehen. 400 Millionen Kilometer sind bereits hinter der Sonde, bisschen über oder knapp unter 70 Millionen Kilometer sind noch übrig. Und am 28. Februar ist die Landung. Und das ist immer ein besonderer Moment bei Mars-Missionen, weil im Moment ist die Erfolgsrate circa bei jeder zweiten Sonde, die versucht, am Mars zu landen, schafft es auch. Weil es ist unheimlich schwierig. Du kommst mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und obwohl die Marsatmosphäre nur 1% oder weniger Prozent von der Erdatmosphäre hat, kannst du durch diese hohe Geschwindigkeit einfach entweder an der Atmosphäre abprallen oder in ihr verglühen. Das heißt, es ist ein schmaler Grat zwischen Verbrennen und ins Nichts fliegen. Und da muss alles richtig, da muss alles richtig, muss alles richtig gehen, Jetzt muss ich wenn mal man das so sagen einhaken, kann. ne? Und zwar, was haltet ihr denn von dem Skycrane? Das würde mich mal echt mal interessieren. Also, ich muss ja sagen, dass das bei Curiosity überhaupt funktioniert hat. Also, vielleicht, also ich weiß nicht, ob es hier Zuschauer gibt. Oh, wir haben 97 gleichzeitige Zuschauer. Das ist ja der Hammer. Wird ja immer Wow. besser. Für die, die es nicht wissen, also Skycrane ist ein System, wo quasi mit einer Art von einem raketengetriebenen Kran von einer Plattform, die angetrieben ist, ja, wird der Rover, der immerhin über eine Tonne wiegt, wird abgeseilt, ja, aus ungefähr, ich glaube, 8 Metern Höhe oder sowas, wird er dann auf dem Boden abgesetzt, ne? Und ich muss sagen, so, wenn man halt, ne, Moritz, so einen gewissen technischen Hintergrund hat, man sucht ja immer nach Fehlerstellen, ne? So, und für mich ist das eine absurd komplexe Landemethode, die aber einfach hervorragend funktioniert hat, ne? Muss man mal Ich sagen. muss, ja, genau. Also ich finde, wenn Leute das jetzt zum ersten Mal sehen, sind sie gar nicht mehr so beeindruckt. Aber ich weiß noch, wann war die erste Landung mit dem Skycrane? Christian, was hattest du gesagt? Ist vor 8 Jahren her? Curiosity? Ich glaube ja, Curiosity. müsste. Das war so abgefahren, wenn man diese Animationen vorher gesehen hat, bevor das Naja. ja, passieren sollte, dachte man von wegen, Das klappt Das nie. geht nicht, oder Das das klappt nie klappt im nie, Leben. oder da war Niemals im Leben geht das. genau. Und mittlerweile hat jeder so eine Drohne zu Hause und weiß irgendwie, ne, dass wenn die Elektronik mal irgendwo programmiert ist oder so, dass dann jede Garage in China so eine Drohne entwickeln kann. Und da ist es, glaube ich, für viele Leute jetzt nicht mehr ganz so krass beeindruckend, obwohl es ja keine Drohne in dem Sinne ist, sondern auch immer noch Raketenantriebe, ne? Also es ist Genau. ja eine komplexe Technik, die dahinter steht. Und also die Animationen davon sind super geil und da freue ich mich
tatsächlich auch mit am meisten dieses Jahr drauf, wir werden da Kamerabilder von kriegen. Also sie haben bei der NASA nämlich auch gecheckt, wie wichtig ja, soziale Netzwerke und wie wichtig YouTube ist. Und wenn du keine Bilder von etwas hast, dann ist es nicht passiert. Und wir werden wenn das Hitzeschild abgeworfen wird, ab dem Moment werden wir Kamerabilder bekommen. Und das glaube ich, ja, mit Gaudi. Das wird echt heftig. Also noch, das ist ein Kran an 8 Triebwerken und lässt so eine Tonne runter kontrolliert und fliegt dann woanders hin, um zu crashlanden sozusagen. Weil du gemeint hast, eines der Hauptexperimente oder der wissenschaftlichen Instrumente an Bord ist quasi diese Hauptmastkamera, die kann halt unglaublich viel. Die hat eine Panoramafunktion, Stereoskopabbildung kann sie kann zoomen, und dadurch kannst du halt die Mineralogie von der Marsoberfläche viel einfacher bestimmen. Abgesehen davon, dass da natürlich andere Instrumente an Bord sind, die Mineralogie viel einfacher zu beurteilen lassen. Das coolste Experiment oder das zweitcoolste Experiment, weil es sind ja sehr viele Experimente da an Bord, ist ja das MOXIE. Das steht für Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Also klingt sehr hochgestochen, ist im Endeffekt salopp gesagt ein Gerät, das so groß ist und macht aus der Marsatmosphäre oder erzeugt Sauerstoff aus der Marsatmosphäre. Ich habe leider absolut keinen technischen Hintergrund und weiß nicht, wie das funktionieren kann. Für mich klingt das einen Kran, eine Sonde absetzen. Es klingt genauso absurd, aber es soll wirklich funktionieren. Und das coolste Experiment mit Abstand ist dieser 2,8 Kilo schwere oder leichte Helikopter, der das erste Mal ein fliegendes Objekt auf einem fremden Planeten sein Na, wird. nicht das erste Mal. Tatsächlich gab es einen Venusballon und da hat tatsächlich, also mein Publikum mich sehr, sag mal, eindringlich darauf hingewiesen, dass ich da einen Fehler in meinem Video gemacht habe. Tatsächlich gab es schon mal einen Venusballon. Ja, aber es ist der erste Flugkörper, der schwerer als Luft ist. Ne? Okay. Und er ist Aber das natürlich ist massiv viel cooler, das kann man einfach so mal so sagen. ein Ballon ist natürlich auch ein fliegendes Objekt, aber der Ingenuity wird natürlich zuerst kurze Hops machen, wie Starship, fliegt er mal ein paar Meter hoch und runter. Wenn alles gut geht, kann er bis zu 80 oder 100 Meter in die Luft fliegen und atemberaubende Lu Luftaufnahmen machen von Perseverance und von der Marsoberfläche. Ja. Also das wird richtig heftig. Kurz noch, das wird, warum, was ein sehr, sehr großer Faktor ist, warum Perseverance so wichtig ist für die Wissenschaft, ist, das ist das erste Mal, dass man wirklich ausgiebige astrobiologische Experimente vor Ort machen kann. Die können in die Marsoberfläche reinbohren, Proben nehmen, die dann später auch zur Erde zurückgeschickt werden können. Aber vor Ort können sie diese Proben einfach ausgiebig testen und nach Spuren von Leben oder nach Beweisen dafür, dass der Mars zumindest irgendwann einmal für Lebewesen habitabel war. Genau, ja, genau, dieses Thema Probe und die mittlerweile ja sogar angeschobene Rückkehrmission, ne? Die Bodenproben-Rückkehrmission, die ja von der ESA geschmissen werden soll, ne? Was mit Sicherheit auch eine coole Sache ist. Ich hoffe, dass das tatsächlich dann auch so, Entschuldigung, dass das tatsächlich dann auch so zum Tragen kommt, ne? Ja, genau, ja, super, super Zusammenfassung, Silvan, dank dir dafür. Und dann würde ich sagen, würde ich mal dem Moritz ein bisschen vorweggreifen und sagen, dass ja nicht nur Landungen auf dem Mars anstehen dieses Jahr, sondern auf dem Mond tut sich tatsächlich eine ganze Menge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich da am meisten freut, ist der Start der kommerziellen Mondtransportdienste sozusagen. Ne? Wir haben nämlich, wenn alles gut geht, dieses Jahr direkt zwei davon. Ne, wir erwarten einmal, dass der Peregrin-Lander, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, von Astrobotics dieses Jahr landet und wir werden auch den Lander von Intuitive Machines vermutlich dieses Jahr sehen. Mit einer gewissen Sicherheit den auf jeden Fall, den zweiteren, weil der mit einer Falcon 9-Rakete startet.
während der Peregrin-Lander ja mit dem Erstflug der Vulkan-Rakete der United Launch Alliance starten soll. Ne, und das ist natürlich auch nochmal so ein Raumfahrtthema für sich, dass dass ja die Vulkan-Rakete eigentlich dadurch verzögert wird. Also ihr beide korrigiert mich, wenn ich das falsch habe, weil im Prinzip keine flugfertigen BE-4-Triebwerke von Blue Origin vorliegen im Moment. Es sind ja wohl sogenannte Pathfinder-Triebwerke geliefert worden, die auch in die Rakete eingebaut worden sind. Und der Tony Bruno, der ja einfach eine super coole Socke ist, ja, der Boss von der United Launch Alliance, der übrigens sehr viel twittert. Also ich kann jedem nur empfehlen, dessen Twitter-Feed zu Tweet. folgen. Der ist super cool, der Typ einfach. Ne, so der, ihr schreibt dem und dann kriegt ihr ein Praktikum da angeboten und so, also so Sachen macht er einfach, ne? Und der hat geschrieben, dass sie aber quasi jederzeit und quasi kurzfristig auch auf die flugzertifizierten Triebwerke umbauen können, weil sie dann mit den Pathfinder-Triebwerken irgendwie alles machen können, was sie wollen. Meine Information nach ist dieser Flug für November oder Oktober geplant. Ich weiß nicht, ob ihr da neuere Informationen habt. Ich glaube, es gibt keine neueren im Moment. Aber natürlich hängt all das davon ab, ob das jetzt alles gut geht mit den neuen Triebwerken, ne? Dass die da irgendwie ankommen. Was ich halt denke, ist, das ist einfach ein Knaller, ja, dass die NASA so ein Programm wie dieses CLPS, also dieses Commercial Lunar Payload System Programm, Services, Entschuldigung, Services Programm angestoßen hat und dadurch halt ermöglicht, dass tatsächlich private Unternehmen Fracht auf dem Mond landen. Also ich meine, bitteschön, ja, wo sind denn wir hier, ne? Also ich meine, das ist doch der totale Oberknaller, ja. Und direkt zwei dieses Jahr, dann im Verlauf der nächsten Jahre kommen dann die weiteren Kandidaten und unter anderem wird ja auch vermutlich 2023 ebenfalls von Astrobotics mit dem größeren Lander auch der Viper Mars Mondrover ausgesetzt, der dann nach Wasser suchen soll auf dem Mond. Ne? Und ich muss sagen, das sind so diese Sachen, das finde ich einfach Wahnsinn. Ne? Dieses ganze kommerzielle Programm, ja, dass quasi die NASA diesen Shift macht von dem quasi kompletten Systemanbieter und ja, die Raumschiffe baut, betreibt und so weiter und kauft dann letztlich nur noch Leistungen an, ja, und dass auch mehrere Anbieter irgendwie im Spiel sind. Das heißt, wir haben auf einmal eine Wettbewerbskomponente, ja, wir haben Leute, die außerhalb von dieser NASA, von dieser, sag mal, sehr traditionellen Kultur, die extrem auf Sicherheit fixiert ist, auch so ein bisschen halt so ein ja, einfach einen neuen Ansatz da reinbringen. Auch wir sehen agile Zyklen, Entwicklungsprojekte und so, das ist einfach was ganz anderes, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich das Potenzial hat, unheimlich Zug da reinzubringen. Und mir tut es persönlich ein bisschen leid, dass wir das nicht im gleichen Maße auch von der ESA sehen, ne? Ja, also die haben ja sich viel coole Sachen ausgedacht. Also da ist ja dieser andere Wettbewerb auch von wegen, dass sie bezahlen, wenn jemand Mondsteine untersucht oder also gibt es unterschiedliche Stufen oder Mondsteine zur Erde bringt und wo sie im Prinzip auch, wenn die NASA eigentlich genug Mondsteine hat oder so, aber im Prinzip eine Grundlage liefern möchte, dass halt kleinere Firmen oder kommerzielle Anbieter sich coole Lösungsansätze ausdenken außerhalb einer, ja, einer großen Organisation und ja, mit neuen Konzepten um die Ecke kommen. Und wenn man da mal ein bisschen zurückgeht, also das war auch dieses Commercial Cargo Program, aus dem ja im Prinzip dann das Commercial Crew Program entstanden ist. Da haben ein paar Leute haben das forciert bei der NASA. Das war hatte ganz, 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 ganz viele Kritiker. Und nur weil das nach kürzester Zeit sehr große Früchte getragen hatte, sind dann im Prinzip immer mehr solche Projekte gekommen. Und da muss man auch so sagen, es gibt ja immer, also in den USA ist es so ein bisschen abgeklungen, da gab es auch diese Stimmung, diese NASA-Hater und die sagen, Organisationen, die sind träge und die bauen keine geilen Raketen, SpaceX baut die geilen Raketen, wo dann, ob das jetzt Gwynne Shotwell ist oder Elon Musk, die dann immer betonen, wir verdanken der NASA alles, so, ne? Und die waren ja mal fast tot und gut, das lag dann auch an dem Start oder so, aber die haben relativ schnell nach ihrem Falcon 1 Start NASA-Vertrag für die Falcon 9 in der Tasche gehabt und haben dann komplett alle Zwischenstufen weggewischt und haben direkt gesagt, jo, wir entwickeln jetzt die Falcon 9 und einen Cargo Dragon und haben ganz, ganz viel von der NASA gelernt. Und ich glaube auch die anderen Anbieter oder die anderen Firmen würden diese Art von Unterstützung bekommen. Und das ist natürlich. Das ist halt Gold wert. Und
Bekommen sie auch. Bekommen sie auch, wenn ich da an der Stelle einhaken darf. Die NASA bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Es steht ja in ihrer Gründung so drin, quasi drinnen, dass eines ihrer strategischen langfristigen Ziele es ist, eine Infrastruktur aufzubauen, dass eine private Raumfahrtindustrie Fuß fassen kann. Und genau das machen sie im Moment. Sie bieten diesen ganzen, weiß nicht, wie sie alle heißen, einfach möglich, die geben ein Quality Management, die überprüfen ihre Systeme, ihre Prozesse. Natürlich, es ist eine veraltete Organisation, ein bisschen träge, aber wie Moritz schon gesagt hat, wir haben denen wirklich alles zu verdanken oder das sehr vieles zu verdanken, nicht alles, aber sehr vieles zu verdanken, weil die haben Grundlagenforschung gemacht. Die haben wirklich diese, Elon Musk sagt, Rocket Science isn't Rocket Science anymore, weil wenn diese Raketenwissenschaft ist, so wie ich es verstanden habe, jetzt nicht mehr so schwer, weil es sind anscheinend Formeln, wenn du gut in Mathe bist oder in Physik bist, kannst du das, es ist salopp gesagt, es ist wahrscheinlich sehr vereinfacht, aber wahrscheinlich, wenn du Raketeningenieur bist, dann musst du nicht viel Neues mehr herausfinden, Und ich sage immer, was weil. die Raketengleichung ist, eine alte Schlampe, ja. Ehrlich, ganz im Ernst, die geht gar nicht. Aber ich meine, sie ist nun mal gültig. Leider. Ja, die Elon Musk hat auch mal Raketengleichung. gesagt, von wegen, wenn es darum geht, von wegen, warum andere Leute mit senkrecht landen und so weiter und so, sagt er, ja, er versteht es auch nicht. Alles, was sie da tun, das steht in Büchern schon seit 20 Jahren. Und sie haben es dann halt einfach nur mal gemacht. Und das ist natürlich ein bisschen seine Art, aber. Genau, die Wissenschaft ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Es ist tatsächlich das Ingenieurwesen drumherum, was halt schwierig ist, ne? Und ganz wichtig, Silvan, was du gesagt hast, ohne die NASA wird es Elon Musk und SpaceX überhaupt nicht geben, ne? Und das Witzige ist, wir sehen einfach jetzt so viele Sachen, von denen man dachte, dass sie unmöglich sind, ne? Ne? Wir Raketen, die wieder fliegen und ich meine, Wiederverwendbarkeit ist ja einfach so ein Game Megatrend einfach. changer. Ja, wir sehen Sachen wie halt private, ne, Moritz, du hast es genannt, das kommerzielle Frachtprogramm zur ISS, was für ein Erfolg, ne? Mit der Dragon-Kapsel, mit dem Cygnus-Raumschiff, ja, hochzuverlässig, ja gut, es gab die eine oder andere Explosion, das wollen wir nicht. Und die ne? Raumanzüge sind draufgegangen. Ja. Von den ganz wenigen, von denen es dies nur gibt, aber ja. Ja, genau. Ne, es gab das ein oder andere Hindernis, ja. Wir haben jetzt Commercial Crew, auch ein Mega-Erfolg. Auch eins der Themen eigentlich für dieses Jahr, der Erstflug von Boeing Starliner, der steht natürlich noch aus. Aber ich meine, allein guckt euch das an, ja, dass eine Firma wie SpaceX, ja, so Newcomer, weißt du, so New Kids on the Block, ja, dass die den Raumfahrtgiganten Boeing einfach mal so vernichten, ja, einfach so richtig niedermachen. Das sind alles Entwicklungen, die haben wir vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten. Ne? Und man muss jetzt mal eins sagen, Silvan, jetzt komme ich zu deinem Lieblingsthema SLS nochmal zurück. Die SLS, da an der SLS sieht man halt einfach, wie weit wir gekommen sind. Ne? Weil, ne, wir haben ein Programm, ich weiß, wie viel hat das jetzt gekostet mittlerweile? 30 Milliarden 20. Dollar oder sowas? 20, also auf Mit Wikipedia Orion steht zusammen? 18,5 Milliarden oder so und das Ja. nächste Budget sind auch 2,5 Milliarden fürs nächste Jahr. Also eine Rakete zu launchen kostet 2 Milliarden Dollar. Ja, Das und ist. das mit Hardware, ne, wie den Triebwerken, die man im Prinzip nicht neu entwickelt hat, die man vom Shuttle-Programm nimmt, ne? Die Die aus den meisten, 70er die, Jahren sind. ja, die meisten, die hier zuschauen, werden das wissen, aber das sind im Prinzip die Space Shuttle Main Engines, die dort quasi wieder aufbereitet mit einem anderen Controller benutzt werden, ne? Auch ne, die ersten Konzeptzeichnungen, die zeigten ja im Prinzip so eine Art Space Shuttle Tank mit Triebwerken unten dran. Ne? Ich meine, das war, glaube ich, so ein bisschen die Grundidee, die dahinter steckte. Ja, und Jahrzehnte gedauert, ja, und viele, viele Milliarden. Und das Ding wird auch insbesondere politisch verteidigt ohne Ende. Und das, ja, wir sind da weit gekommen. Und ich muss sagen, bin froh, dass es bei der NASA Leute gibt, die Weitsicht hatten, diese ganzen kommerziellen Aktivitäten anzustoßen, ne? Die letztlich jetzt dazu führen werden, dass wir einen völlig anderen Zugang haben zum Weltraum. Und das würde ich jetzt auch gerne als Überleitung nehmen zu Moritz' Thema. Du hattest gesagt, du freust dich besonders auf das Jahr der privaten Launcher. Ja, hast du ja auch zwei hervorragende Videos die Woche gepostet zu, und zwar zur deutschen tatsächlich auch so ein Nischendasein führt. Und also das heißt, selbst in unserer Raumfahrtbubble gibt es dann noch kleine
Und ja, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen das Jahr, dass so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt wird, was so diese Mikrolaunche angeht. Und zwar, weil es gibt schon ein paar erfolgreiche Mikrolauncher, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, Christian, wie viele Projekte hast du gesagt, gibt es aktuell, werden von der Über 100. DLR über 100? Über 100, ja. Also da ist natürlich alles Mögliche auch dabei, von irgendwelchen kleinen Feststoffraketen. Da will nicht alles in den Orbit, glaube ich, aber und das ist so, sagt man ja so, die Kür, ne? Die 100 Kilometer kann man Linie zu erreichen, ist easy, aber was in den Orbit zu bringen, das ist hart. Und das können nicht alle. Und aber neben SpaceX haben es mittlerweile ein paar andere auch geschafft. Allen voran, oder wie ich immer sehr gerne anführe, ist Rocket Lab aus Neuseeland, mittlerweile eher amerikanische Firma. Astra wird es wahrscheinlich jetzt demnächst auch schaffen. Und zwei chinesische Firmen haben schon gepackt, wo man auch sagen muss, ob die ein bisschen ja, natürlich staatliche Unterstützung dann natürlich irgendwo haben. Wahrscheinlich Wobei es schon. natürlich bei den Deutschen ja auch sagen würde, die drei Startups, die es jetzt gibt, die kriegen ja ein bisschen staatliche Kohle, damit die Ja. auch was Cooles machen. Und Und wenn ich da mal ganz kurz einhaken kann, ein guter Aspekt, Moritz, das ist nämlich was, was ich in meinem Video dazu tatsächlich unterschlagen habe. Das ist dieses Ganze um diesen Wettbewerb. Ich hatte ja von diesem Mikrolauncher-Wettbewerb gesprochen, ne? mit Jetzt K. muss man mit K, ja. Ich habe das. Nein, stimmt nicht, Moritz. Guck auf bitte auf das Thumbnail und in meinem Video, da steht es mit C. Okay. Vergessen wir das. Ich habe auf jeden Fall bei diesem Wettbewerb ein bisschen unterschlagen, dass der sehr kontrovers eigentlich war, auch in der Szene, weil man muss sich Folgendes überlegen: Der wurde ausgeschrieben im Mai und die Entscheidung war im Juni. Ne? Und im Prinzip wusste man von Anfang an, wer dort teilnehmen wird, und man wusste auch von Anfang an, wer den gewinnen wird. Ja, also das heißt, Alle mitmachen. alle mitmachen, genau, alle drei, ja, von denen man wusste, also sollten angeblich bis zu 5 Teilnehmern zugelassen werden. Letztlich, ja, die drei, die haben gewonnen, das war überhaupt keine Überraschung, ja. Das eine, wie gesagt, Ausgründung von der DLR, das andere Beteiligung von HB. OHB, ja, und die dritten arbeiten mit Airbus eng zusammen, also das war gar keine Überraschung, muss man ganz klar sagen. Und im Prinzip ist das eine Art, ja, Subventionierung. Das ist nicht anders zu sagen. Wobei die Beträge, die dort im Spiel sind, auch die Zeiträume, sind natürlich lächerlich. Also ich meine, wir reden von 11 Millionen Wind. Was machst du mit 11 Millionen Euro? Also gut, ich würde damit eine ganze Menge machen, aber damit Ein entwickelst du keine Elektronstart, Rakete. Ja. genau, ein Elektronstart kostet, glaube ich, 5 oder 6 Millionen. Also, und das ist eine deutlich kleinere Rakete als jetzt zum Beispiel die Spektrum von ESA. Genau. Also, wobei man auch sagen muss, vielleicht, ob das dann mediale Aufmerksamkeit macht oder so, weil das war einer meiner Mitbewohner, der ist so ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs, also Startup im Allgemeinen, jetzt nicht irgendwie Raketen. Und da ging so ein bisschen so ein Beben durch, dass die krass Sponsoren oder was sind Sponsorengelder, Investorengelder eingesammelt haben. Und das sind schon für deutsche Verhältnisse relativ große Summen. Ich glaube, 75 Millionen oder so war in den Nachrichten. Und kann ich jetzt nicht sagen, nicht, wie viel da dann die mediale Aufmerksamkeit, die vielleicht durch diesen Wettbewerb geschaffen wurde, vielleicht dann auch mit reinspielt. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, vielleicht nochmal eine Frage an das Publikum, nenne ich es jetzt einfach mal, sind immerhin 108 mittlerweile zurzeit. Cool. Wer hat davon gewusst, von diesem Mikrolauncher-Wettbewerb? Also wer wusste das? Würde mich wirklich mal interessieren. Ich meine, ich lese alles, ja, was mit Raumfahrt zu tun hat. Es ist in meinem Twitter-Feed aufgetaucht von einem Düsseldorfer Politiker, der das verbreitet hat. Ich habe es nicht gewusst, muss Schau ich ganz mal, ehrlich sagen. Christian, ich konsumiere jeden Content, der irgendwie mit Raumfahrt zu tun hat, der irgendwas, das mir über den Weg läuft. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und es ist unglaublich. Es ist wie gefühlt wie so ein bisschen so eine Verschwörung. Es ist einfacher, so blöde Sachen wie irgendwelche Werbung auf Insta und Twitter zu bekommen für Schuhe und so, aber für interessante Sachen, die ich konsumiere, gibt es keine Werbung und das wird nirgends verbreitet.
Vielleicht suchst du zu viel nach Schuhen und deshalb wird dir das halt dann vorgeschlagen. Ja, wahrscheinlich. Also witzigerweise hatte mir diesen Tweet damals von dem Bundestagabgeordneten, wie hieß er, Jarzombek. Ist der nicht sogar irgendwie bei dir um die Ecke, irgendwie Ja. sein Wahlkreis? Das ist auch der, den ich meine, ne? Der ist ja sehr aktiv gewesen jetzt auch bei den Kommunalwahlen in Düsseldorf. Naja, ich verfolge den aus anderen Themen, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber der war das, den ich in meinem Twitter-Feed, der da aufgetaucht ist, ne? Genau, Und und der, ich habe ja. hier gerade, wir haben hier eine kleine Umfrage und die meisten sagen tatsächlich, dass sie davon nichts gewusst haben oder sehr spät davon gehört haben, ne? Also das gibt so ein bisschen das Bild wieder, ja. Und das ist schade, ne? Und da fehlt halt so ein bisschen die Öffentlichkeit einfach, ne? Und ich muss auch sagen, ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass man auch beim DLR und auch bei vielen anderen Institutionen in Deutschland noch nicht verstanden hat, was für einen Hype man generieren kann, wie viel öffentliche Unterstützung man damit auch erzeugen kann, ne? Ich habe zum Beispiel auch schon mal mit dem DLR telefoniert, ja, damals ging es darum, die hatten, sagt euch die Global Roadmap was? Sonst, wenn euch das nichts sagt, dann guckt bitte mein Video dazu. ein bisschen Schleichwerbung. Da legen im Prinzip die Partner der ISS-Nationen legen da so ein bisschen ihr Programm fest für die kommende Zeit, ne? Und dort hat die DLR nicht unterschrieben, ne? Aber viele andere europäische Raumfahrtorganisationen, muss ja mal sehen, das wissen auch viele gar nicht, ne? Wir haben ein europäisches Raumfahrtprogramm, ein europäisches Raumfahrtbudget, wir haben aber auch nationale Raumfahrtprogramme, die teilweise den gleichen Budget zur Verfügung haben wie das ESA-Budget der Länder, ne? Und in Deutschland ist es halt die DLR und die DLR hat dort nicht unterschrieben. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, sagt mal Leute, Geil. ich bin Berichterstatter, ja, und ich würde einfach mal gerne wissen, warum ihr da nicht unterschrieben habt. Dann haben die gesagt, ja, das war eine politische Entscheidung. Die Regierung will sich da einfach nicht festlegen, ja, was sowas angeht, ne? Und Wow. jetzt ist das gleiche Thema ist jetzt auch neulich wieder hochgekommen bezüglich Gateway. Auch da sind viele, ich meine, man kann von dem Projekt halten, was man will, ja. Und ich glaube, da könnten wir vermutlich jetzt auch einen 6,5-stündigen Livestream drüber machen und würden bei 3 Leuten 20 Meinungen produzieren, ne? Aber auch da haben viele nationale Raumfahrtorganisationen unterschrieben, wir nicht, ne? Wir committen uns bei sowas nicht, sondern wir gehen über die ESA maximal. Und selbst dann, ne? Und ich meine, Deutschland ist eine gigantische Raumfahrtnation. Das müsst ihr euch auch mal wegtun, ja? Wir haben Firmen hier wie OHB. Man darf auch nicht vergessen, dass das Servicemodul für Orion hier gebaut wird, ja? Dass die ersten Mondflüge, ja? In Bremen wird das zusammengestöpselt und geschraubt, ja? Wenn auch Komponenten aus ganz Europa kommen, ne? Also Deutschland ist eine Raumfahrtnation, ne? Aber wir sind irgendwie immer nur so für die kleinen Sachen zu haben, ne? Also die großen Visionen verfolgen wir nicht, ne? Und ich muss so ein bisschen an The Expanse denken. Einer meiner Lieblingsserien, da sagt der Marco Inaros, dieser Superterrorist, sagt, das war immer unser Problem, sogar unsere Träume sind lächerlich oder sowas. Nee, und sogar unsere Träume sind bedeutungslos. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, ne? Also es gab immer wieder hervorragende Projekte, auch spannende Projekte. Zum Beispiel Projekt Phoenix war ein irgendwie super spannendes Projekt. Sänger, ich habe tatsächlich ein Poster von Sänger noch mit MBB da draufstehen. Das habe ich mal von der ILA, glaube 1990, hat mir das ein Freund mitgebracht. Damals habe ich bis heute in meinem Zimmer hängen, ja. Es gab immer wieder Sachen, aber irgendwie kommen wir da. 1990, wie alt bist du denn? Das will ich nicht wissen. Wir können ja mal eine Umfrage im Chat starten, was ihr denkt, wie alt ich bin. Aber Ah, ich bin. Christian, dafür sind wir doch jetzt da, weil im Endeffekt, du hast gesagt, Publicity ist wichtig. Und wenn eine deutsche oder österreichische Regierung draufkommt, hey, das sind Millionen von Leuten, die davon begeistert sind, das sind potenzielle Wähler. Und genauso denken Politiker, das sind potenzielle Wähler, die sind so sehr davon begeistert, deswegen buttern wir Geld rein. Ja, Und ja. genau das hat Elon Musk ja gemacht. Er wusste,
um Genau. das Budget der NASA zu steigern, weil er wollte ja nicht einmal Raumfahrt betreiben selber. Er wollte nur das Budget der NASA größer machen, damit die NASA mehr Silvan, Projekte ich machen darf kann. ich einmal kurz einhaken. Und zwar Bitte. der Roman, der hat einen Kommentar gemacht. Der hat geschrieben, also wie man es nimmt, alle deutschen Astronauten gehen ja immer zur Maus und sind schon in der Öffentlichkeit vorhanden. So. Roman. Du hast recht, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das machen die alles, ja. Die gehen zur Maus und so. Und es gibt tatsächlich vom DLR auch super viele Aktionen für Schüler, für Jugendliche und für Kinder. Weißt du? Aber nicht für Leute wie uns. Ne? Und wir werden als Zielgruppe da meines Erachtens völlig vernachlässigt. Ne? Also wir, sag mal, ich zähle euch jetzt alle mal mit dazu. Also ich oute mich jetzt mal, ja, ich bin Anfang 40, ja, tatsächlich. Gut gehalten. Echt gut. Dankeschön. Ja, ich benutze Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor. nein, Scherz beiseite. Ich weiß, Moritz, du bist, glaube ich, Mitte, Ende 20, ne, oder sowas, denke ich. Anfang 30. Anfang 30, okay. Also gut, wir sind in einem mittleren Alter, Ab ja, 30. und Im ja, genau. Besten. Genau. So, wir sind in einem Alter, wo man ja, bei sowas irgendwie mitgeht. Man hat aber auch andere Möglichkeiten zu unterstützen, ne? Wir sind Steuerzahler, ja. Wir haben auch ein bisschen mehr Kohle als jemand, der Student ist oder jemand, der Schüler ist und sowas, ne? Und wir sind eine Zielgruppe, die völlig vernachlässigt wird. Guckt euch mal das ESA-Merch an, ja. Das tut mir leid, das sind Kinderklamotten. Und das ist so ein bisschen meine Kritik, ne? Wie gesagt, Roman, du hast recht, ne? So Sachen machen die auch, aber das catert nicht jemand wie mich, ne? Und ne, aber wenn ich halt hier den SpaceX-Livestream sehe, dann flippe ich halt aus. Es ist kein Scherz, dass ich bei dem Falcon Heavy-Start, als ich das gesehen habe, auch das Video nachher mit David Bowie, ja, das war einfach, das war episch, ja, und da hatte ich Tränen in den Augen. Das war tatsächlich so. Das hat mich echt, ja, berührt oder getoucht, wie man heutzutage sagt, bei den jungen Leuten, Ich sagt glaube, ich man habe die doch. erstes halbe Jahr, in fast jedem Video habe ich dieses Video wiederverwendet. Den Ton nicht, weil da wird man direkt verklagt auf YouTube, aber immer diesen Falcon Heavy, dieses Landen, das war für mich auch der Aufwachmoment. So, ne? Also irgendwie Raumfahrt, irgendwie ein bisschen so also verloren aus Kindertagen, und dann hat man das gesehen und das war episch und das ist auch immer noch episch. Und also ich bin auch immer noch aufgeregt, wenn ich das Video jetzt mir angucken würde. Also, ja. Geile Zeit, in der Absolut. wir leben. Auf jeden Und das Fall. ist, und genau, und bei SpaceX, das Merch, was mich anguckt, ob das jetzt die Hoodies sind, habe ich einen zum Geburtstag geschenkt bekommen, oder die Tassen, da gibt es ja diese Tassen, wo der Mars rot ist und wenn du heißen Kaffee einfüllst, dann wird er grün. Und so Sachen, so Nerd-Zeugs, also so wirklich so Nerd-Spielsachen, Nerd-Merch, wo dann so Leute wie wir das unbedingt haben wollen. Und Genau. ja, wahrscheinlich ist das, was du meinst. Guckt euch das an hier mit diesen Bus-Models, ja, dieser deutsche Modellbauer, ich weiß, falscher Name wahrscheinlich jetzt, aber irgendwie sowas heißt er, ne? Bus-Model, irgendwas, keine Ahnung was, ja. Der halt diese ganzen SpaceX-Modelle macht da und der Team Dot, der Everyday Astronaut, hat den, glaube ich, mal erwähnt und seitdem brummt bei dem die Bude, der kommt überhaupt nicht hinterher, nimmt auch keine Bestellungen mehr an. Ja, also, ne, ich sag mal, wir sind halt die Typen, die auch mal ein paar hundert Euro dafür ausgeben für so einen Kram, ne? Und wie gesagt, Ich habe. und wir sind halt auch Steuerzahler, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wir schreiben auch schon mal eine E-Mail an einen Bundestagsabgeordneten und sagen, pass mal auf, Junge, wie wäre es, wenn du da mal was unternimmst? Weil noch ist es ja tatsächlich so, dass wir, also, ne, klar, ich habe selber auch lange Kommunalpolitik gemacht und ich weiß ganz genau, dass alle Interessen, die man hat, immer abgewägt werden müssen, ja, und Konkurrenz stehen zu ganz vielen anderen Interessen, aber Tatsache ist nun mal, dass wir im Vergleich zu anderen Forschungs- und Wissenschaftsprojekten ganz, ganz wenig Geld für Raumfahrt ausgeben. Das wird in Österreich vermutlich nicht anders sein, Silvan, ich weiß es aber nicht genau. Und dann ist es auch so, muss man sagen, dass auch das DLR, was mich beim DLR so ein bisschen stört, ja, da sind ja fähige Köpfe. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Aachen damals waren Leute vom DLR bei so einer Jobmesse, ja, und die haben alle Leute, die sich da interessiert haben, haben dann gefragt, wer von euch hat Vordiplom mit 1.0 gemacht, ne? Und dann gingen so, sag ich mal, 100 Hände runter, zwei blieben oben, und dann haben die gesagt, ja, ihr zwei könnt bleiben, der Rest kann gehen, ne? Naja, egal. So ist das. Ja,
gut. Ja, weil du gefragt hast, wie es in Österreich ist. Ich habe letztens erst in der Folge erwähnt oder auch im Livestream, Deutsche, also du, also ihr beiden zahlt jeweils 11 Euro an die ESA pro Jahr und ich zahle 5 Euro an die ESA pro Jahr. Ja, die Und Österreich, die sind raffiniert. ich wollte gerade sagen, ja, und wo, nein, und da frage ich mich so, okay, aber warum sind wir so weit hinterher? Deutschland gibt schon gefühlt nicht allzu viel verhältnismäßig aus für Raumfahrt, aber Österreich gibt noch viel weniger aus. Und hier geht es uns aber gut und wir zahlen so viele Steuern und es gibt Budgetüberschüsse und okay, jetzt während Corona wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, diese Budgets sind ja Jahrzehnte alt teilweise und da passiert einfach nicht viel. Ja, Das es ist, ist, weil die Lobby ist nicht da, ne? Und ja, da will ich wir noch werden mal die drauf. Lobby. Ja, genau. Und jetzt will ich noch mal die Brücke schlagen zu einem, ich sag mal, Blogger. Wir hatten, ja, genau, Moritz. Zu einem Blogger. Wir hatten neulich auf dem Discord kurz das Thema. Das ist jemand, der auch Bücher geschrieben hat. Ja, der, ich nenne den Namen jetzt hier nicht. Aber die Stimmung, die der verbreitet in seinem Blog, das ist so ein bisschen prototypisch irgendwie für wie viele Leute halt hier auch denken. Das ist so ein bisschen so dieses Abfällige. Und es gibt einen ganz, ganz schlechten Spruch, den der Helmut Schmidt gesagt hat. Er hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ne? Das ist ein Spruch, den einen viele Leute bis heute um die Ohren hauen, wenn man über sowas spricht. Und das ist was ganz, ganz Schädliches. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil wenn man so denkt, dann gibt es jemanden wie einen Elon Musk einfach nicht, ja, der einfach mal so sagt, so wenn mir einer gesagt, gut, dass mir keiner gesagt hätte, dass das unmöglich ist, was ich mache, ne? Sonst, ja, also, ne, gut, und Aber das ist eines meiner Lieblingsthemen, immer, also was hat die Leute dazu gebracht, dass sie eine Pyramide gebaut haben oder dass sie eine Kathedrale oder irgendwie die Kölner Dom gebaut haben. Gut, da muss man auch sagen, von wegen, dann hat man denen Sachen erzählt, wie von wegen, dann kommst du in den Himmel oder kommst nicht in die Hölle oder so. Aber im Prinzip, es spielt immer eine Geschichte eine Rolle. Und also, dass man Marketing. mit Bürokratie großartige Dinge tut, das halte ich für ein Gerücht. So, ne? Und ich jetzt so, und ich glaube, ein Hauptpunkt, warum Elon Musk mit seinen ganzen Sachen so erfolgreich ist, ist, dass er so ein guter Geschichtenerzähler ist. Also ist jetzt nicht nur, dass er Geschichten erzählt, der liefert ja auch ab, aber im Prinzip diese Vision, die er hat oder diese Träume oder Vision. dieses Großartige, das zieht halt bestimmte Leute an. Und wenn du großartige Dinge tun möchtest, dann brauchst du diese Leute, die das anzieht. Und dann ist es eigentlich auch ganz gut, dass die Leute, die sagen, das wird doch nie was, dass du die nicht mitnehmen musst. Aber ja. Das ist das, ne? Und naja, ich bin mal gespannt, ob man da ein bisschen den Kulturwandel auch herbeiführen kann, ne? Was mich ja immer so ärgert, ist, wenn man mit Leuten spricht über Elon Musk, die sagen dann, ja, aber, ne? Der sagt immer, er schafft das in der und der Zeit und dann braucht er ein Jahr länger. Das macht er seit 15 Jahren so, weißt du, und wenn man das immer noch nicht geschnallt hat und was der Mann erreicht hat, ja, dass die dieses Jahr wahrscheinlich über 500.000 Elektroautos bauen, ja, dass da Raketen wieder gelandet werden, dass SpaceX den Markt für Träger völlig aufgerollt hat, ja, und da, ich meine, ihr müsst euch überlegen, wie die Preise sich auch entwickelt haben, ja, und sowas, das hat der quasi im Alleingang gemacht, ja, und wer dann noch kommt und sagt, ja, aber der braucht immer mindestens doppelt so lange, wie er sagt, weißt du, da hat man es einfach nicht geschnallt, ja, so, das ist meine Meinung dazu. Tja, oder Betretenes Schweigen, ne? Ja, Chat, ich hab den Stream abgeschossen, es tut mir leid. Aber jetzt, ich möchte noch kurz hier mal auf eine Frage eingehen, die eben im Chat kam. Das war dieses Thema Entwicklung der SLS nochmal, ne? Ich weiß nicht genau, wer die Frage gestellt hat. Ich habe es mit einem Auge gesehen. Wir sehen an der SLS ein klassisches Projekt, ne? Wo man am Anfang plant, ja, und das Problem der SLS ist wohl auch immer gewesen, dass es ein flaches Budget gegeben hat, ja, und nicht am Anfang halt ein höheres, was dann langsam ausläuft. Das Problem bei dieser Art von Projekt ist halt immer dieses, dass man zwischendurch nichts zu zeigen hat, ne? Und Starship ist halt ein agiles Projekt, was halt immer wieder
Bei Scrum sagt man Increments erzeugt, also sprich so eine Art Zwischenprodukt, aber halt ein Working Product. Und diese ganzen SNs, die ganzen Starships, die jetzt fliegen, ne, das sind alles immer quasi Minimum Viable Products, könnte man sagen, die halt irgendwas können, ja. Und da sieht man halt ständig, was passiert. Das ist mega transparent, ne? Und ist halt super flexibel. Ich meine, allein schon dieser Shift von nach zu Stahl hin, ja. Und ich meine, das hätte man bei SLS hätte man das mal machen müssen, ja. Einfach mal den Werkstoff zu wechseln. Ja. Weil vorhin im Chat auch jemand gefragt hat, haben Sie bei SLS, das weiß ich zum Beispiel nicht wirklich, ob Sie auch dieses Prototyping gemacht haben, auch Pathfinder gebaut haben. Selbst wenn, haben Sie es niemandem gezeigt, diese Herangehensweise einfach anders ist. Die haben für die so, okay, dadurch, dass sie ein sehr schwer von Politikern abhängiges Projekt sind, dürfen sie sich nicht erlauben, dass bei irgendeinem Test mal, oder sie glauben, dass sie es sich nicht erlauben dürfen, einmal eine Explosion zu zeigen oder einen fehlgeschlagenen Test, der nicht so hinhaut wie, oder nicht hundertprozentig so hinhaut, wie er sollte. Also tatsächlich letztes Jahr haben sie einen SLS-Haupttank gesprengt, also absichtlich unter Überdruck, aber das war geplant. Und da triffst du so ein bisschen so einen Punkt, gerade bei diesen super politischen Projekten oder also die Idee beim SLS, oder das hört man immer, oder bei vielen von den alten NASA oder den alten Raumfahrtprojekten ist halt immer, dass du halt in jedem scheiß Bundesstaat eine Fabrik mit einbeziehst in das Projekt, damit du die Arbeitskräfte hast, damit du die Wähler hast und damit du den Senator auf deiner Seite hast. Und ja, und nach diesen Strukturen, wie das früher immer bei der NASA war, muss man auch so sagen, das Apollo-Programm war unglaublich ineffizient. Man sich überlegt, mit was für Budget die Russen zu der Zeit gearbeitet haben. Das Apollo-Programm hat ein Vermögen gekostet, aber hat auch gleichzeitig super viele Arbeitskräfte Brot gegeben. Also wenn ich glaube, 100.000 Menschen oder so haben am Apollo-Programm gleichzeitig gearbeitet. So, und diese alten Strukturen oder so, wie man es immer in der NASA gemacht hat, das ja, ist im Prinzip jetzt in den letzten Jahren, ist denen halt um die Ohren geflogen, so, ne? Und dann kannst du halt nichts mehr ändern, weil dann würdest du ja die und die Fabrik nicht mehr mit Arbeitskräften versorgen oder und dann wird dieses Projekt nicht weiter oder ja. Und das ist, glaube ich, auch genau der Grund, warum wir jetzt so ein Static Fire sehen und warum da jetzt alle super panisch sind oder warum wir, glaube ich, jetzt im nächsten halben Jahr, glaube ich, sehr, sehr viel Erfolge sehen werden beim SLS, weil die haben alle Schiss. Also jetzt Biden dran. Also ich sag mal, wenn Trump nochmal gewonnen hätte, da hätten sie sich keine Gedanken gemacht, dann hätten sie ein bisschen vielleicht Gas geben müssen. Ja, wir schaffen das mit 24 auf dem Mond. Hätten sie nicht geschafft, aber hätten sie gesagt, dass sie das schaffen. Und alles gut. Und jetzt aber, der Wind weht aus einer anderen Richtung. Man sieht diese ganzen Erfolge bei SpaceX. Und man muss jetzt mal auch wirklich sagen, wenn Starship mal funktioniert, dann ist das SLS überflüssig. Also Ja, dann hast du eine Schwerlastrakete. absolut. Und man muss halt eins sagen, ne? Ich meine, Charles Bolden, ja, der ehemalige Administrator der NASA, hat wortwörtlich gesagt, SLS will go away. Das hat er gesagt. Ne? Er hat gesagt, Im Oktober ich oder so, meine, ne? Hat das ja, Release jetzt. genau, richtig. Also er weiß, die wissen das. Die wissen, dass das ein Ding ist, ja, 10 Stück sind beauftragt, 10 werden fliegen, ja, Abstand von einem Jahr oder mehr, man weiß es nicht. Ja, und mehr wird da, also ich hoffe, dass da nicht mehr kommen wird, weil das ist einfach nur Ja, Verschwendung, das ist es ne? auch. Diese Programme wurden ja auch oft so, wir werden ja quasi in der Planung, haben die ja schon ein bestimmtes Volumen ausverkauft, damit sich die Planung überhaupt auszahlt. Aber bei SpaceX ist es nicht so. Der weiß, wenn ich es schaffe, eine Rakete für 2 oder 5 oder 10 Millionen in Orbit zu schicken oder zum Mond oder zum Mars zu schicken, dann generiere ich mir meinen Markt automatisch selber. Aber um 2 Milliarden, wer soll da fliegen? Wer soll da fliegen? Aber noch mal kurz zum SLS, zu Ihrer Verteidigung. Es wurden natürlich auch ein paar Mal die Zielsetzungen geändert. Nur, dass man das auch ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben auch sehr viel Zeit darin verloren, jetzt einmal
das System auf dem Mond zu optimieren. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das dann tatsächlich ist, aber das waren ihre Argumente, was ich so mitbekommen habe. Dann wurde das Ziel umgesetzt, okay, wir fliegen zum Mars und dann wieder zurück und dann eigentlich nicht. Und dann wurde das Budget ganz in Gefahr gestellt. Aber ja, das ist halt so zu ihrer Verteidigung, aber viel mehr gibt es dann auch nicht, warum SLS relevant sein sollte. Ja, naja, und da sieht man aber auch mit der Politik von wegen, ne, dass es dieses LOPG, also praktisch diese Mondlande oder diese Mondstation, die gibt es, oder ein großer Teil, warum es die gibt, ist, um das SLS zu retten, oder beziehungsweise auch, dass man dadurch, dass man europäische Partner mit reingenommen hat, die man vorher nie gefragt hat, ne, dass man sagt, okay, man das Service-Modul lässt man von den Europäern bauen, dann kann man ja doch nicht das SLS dann canceln, weil dann würden wir die Europäer doch alleine lassen und so. Also dass da die Flöcke in der Politik eingeschlagen haben, um dieses Projekt festzuziehen. Aber Ist ja. Was man halt über So SLS sagen frech. muss, SLS hat halt eine Nutzlastverkleidung, die ungeschlagen ist, die auch von Starship nicht geschlagen wird, ne? Wenn tatsächlich die vergrößerte kommt, dann 1000 Kubikmeter, ne? Das schafft auch das Starship nicht. Und wenn die Exploration Upper Stage kommt, und so sieht es ja, also zumindest ist sie mittlerweile, glaube ich, zertifiziert, ne? Gab es ja neulich auch eine Meldung. Das wird, glaube ich, so ein bisschen das Erbe der SLS sein, weil die Exploration Upper Stage ist eine massiv leistungsfähige Oberstufe, ja, die sicherlich auch mit anderen Schwerlastträgern Missionen ermöglichen wird, die es bisher nicht gegeben hat, ne? Also gerade ins äußere Sonnensystem, ja, oder auch zum Mond und auch Mars-Missionen schwere oder so. Man wird sehen. Aber da sehe ich ganz viel Potenzial drin. Hat da nicht Elon Musk mal gesagt, dass sobald Starship mit dem 9 Meter Durchmesser Flugzeug oder ausgereifter ist, dass sie eine größere Version bauen werden? Weil dann ist SLS auf jeden Fall geschlagen mit seinen 1000 Kubikmetern. Wenn die brauchen nur den Umfang, glaube ich, um wenige Zentimeter größer machen, weil die haben jetzt 900 Kubikmeter, glaube ich. Ich glaube 600 ein paar zerquetschte, weil der So die viel wie die Fracht SS. Frachtstarship hat, glaube ich, wegen der Anordnung im Frachtraum sind das nur 600 und ein paar zerquetschte oder sowas, ne? Aber gut, ist viel, ne? Ja. Aber ich sag mal, das größere Starship Silvan hat mit 2021, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ja, das stimmt. Das Ich will stimmt, noch ja. einmal kurz den Bogen schlagen. Wir haben ja auch schon nur noch 5 Minuten Zeit. Wollen das ja auch gerne bei einer Stunde belassen, ja, uns nicht übertreiben beim ersten Mal. Vielleicht eine kurze Blitzrunde nochmal am Schluss. Vielleicht, wenn jeder nochmal einmal ein Thema nennt, was ihm noch auf dem Herzen brennt, dann machen wir quasi eine kleine Blitzrunde und dann verabschieden wir uns so langsam für heute. Ja, Silvan, magst du wieder anfangen? Das hast du am Anfang erwähnt, Virgin Galactic, glaube ich, wird dieses Jahr hohe Bögen schlagen oder hohe Wellen schlagen, wenn sie es tatsächlich schaffen, die ersten Passagiere in den All zu befördern. Das wäre sehr cool zu sehen. Und ich würde es mir wünschen und auch für Sie wünschen, weil Sie haben da auch sehr viel harte Arbeit reingesteckt. Ist zwar nicht das klassische Raumfahrtmodell, aber hat auch mit Raumfahrt zu tun und da steckt auch sehr viel dahinter. Darauf freue ich mich auch auf jeden Fall, sowas zu sehen. Super. Moritz, was meinst du? Ich glaube, ich lehne mich jetzt ganz, ganz, ganz weit aus dem Fenster. Oder? Nee, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Also wie es mit Blue Origin weitergeht, das wird sich, glaube ich, in diesem Jahr zeigen. Nummer eins, weil sie genau mal in den Triebwerken für die Vulcan beteiligt sind und da im Prinzip ein Zulieferer werden. Aber ich, ja, nee, ich sage da nichts weiter zu. Aber ich glaube, Blue Origin wird dieses Jahr wird auch spannend. Die hat man nicht so auf dem Zettel, aber das könnte dieses Jahr auch spannend werden. Definitiv, okay. Richtung Europa blicken, Richtung ESA blicken und ich muss sagen, ich freue mich sowohl auf den Erstflug der Vega C, möge der besser verlaufen als. ja, okay. Ein Mantel des Schweigens breiten wir darüber, was da gelaufen ist. Ist mir unverständlich.
wie das noch passieren kann im Jahr 2020. Und zum anderen natürlich der Start des James Webb Space Teleskops. Ja, eine Mission, vielleicht die Mission der Ariane 5 überhaupt. Ne? Und es freut mich, dass das alte Mädchen, was nach wie vor eine der leistungsfähigsten Trägerraketen der Welt ist, wenn es insbesondere um geostationäre Umlaufbahnen, Transferbahnen geht, mit so einer Mission seine letzten paar Flüge haben wird. Das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, ne, Moritz, du hattest das auch schon mal im Discord gesagt, ne, wenn man schon sieht, was das Hubble alles uns geliefert hat, ja, das James Webb Space Teleskop, das wird uns ganz neue Welten eröffnen. Und ich freue mich da einfach gigantisch drauf, was das uns für Bilder schenken wird. Ne? Hoffentlich, klar, geht das alles gut. Ne? Ich bin jetzt schon am Zittern. Ne? Ich hoffe einfach nur, dass da keiner irgendwelche Einheiten verwechselt oder Bauteile falsch rum einbaut. Weißt du, hoffentlich. Oh, Ah, bitte, bitte, falsche Linse. bitte, bitte, bitte. Ja, die NASA ist ja mittlerweile bei metrischen Systemen, das sollte alles klappen. Gut, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann ist es das tatsächlich für heute gewesen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir hatten permanent über 100 Zuschauer. Wir hatten insgesamt über Geil. 460 Wiedergaben. Also ist Wow. richtig gut gelaufen. Ich kriege auch so im Chat mit, dass die bis auf ein bisschen Ruckelei, das tut mir furchtbar leid, das mag möglicherweise auch an meiner Internetverbindung liegen, weil das WLAN ständig hin und her schaltet zwischen 2,4 und 5 GHz. Mag sein, dass es daran liegt, dass es gelegentlich ruckelt. Nächstes Mal werde ich es mit dem LAN-Kabel machen. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Danke Nochmal für der die Hinweis Einladung, drauf: Christian. bitte, bitte, Ich habe bitte zu danken. abonniert alle die Kanäle, insbesondere die Mars-Chroniken sind kriminell unterbelegt, sage ich mal, Silvan. Du Ich hast bin aber noch wesentlich, sehr jung, sehr, du sehr jung. bist ja, sehr jung Zwei und sehr gut Monate. aussehend. Du hast aber viel mehr Subscriber verdient. Du gräbst Informationen aus, die Danke. mir auch immer wieder neu sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist ein großes Kompliment. Danke, danke. Ja, wie gesagt. Ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen könnten. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Mir auch. Die Sehr. Stunde ist quasi geflogen, ja, kann man nicht anders Verflogen. sagen. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Zuschauern. Ihr wart super, habt ganz toll im Chat auch mitgeschrieben. Leider sind wir nicht so dazu gekommen, die Fragen zu beantworten, weil wir einfach viel zu viel gequatscht haben. Ja? So sind wir. Ja. Aber zumindest hattet ihr die Illusion, dass ihr euch irgendwie beteiligen könnt. Okay, gut, in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss und werde den Stream jetzt beenden. Wie gesagt, der Stream wird nochmal an alle auf allen Kanälen hochgeladen werden, spätestens in den nächsten Tagen irgendwann. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das nochmal an, damit ihr auch alle Details mitkriegt und auch mal Standbild machen könnt, gucken könnt, was die anderen im Hintergrund haben. Ich bin auf dem Mond, wie ihr seht. Ja, das Mond-Starship Oder steht teilt hinter das an mir. Freunde, die das interessieren könnte. Ja, Genau, unbedingt. richtig, genau. Und wie gesagt, auch wir haben alle auch Twitter-Accounts, die ihr verfolgen könnt, wo auch mal ein bisschen was anderes gepostet wird und so. Also es gibt Möglichkeiten und wie gesagt, wir werden die Ohren weiter offen halten. Und ja, wie gesagt, vielen Dank euch. Vielen Dank an alle Zuschauer und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich beende jetzt mal den Stream und ich denke mal, wir drei können vielleicht noch 2 Minuten im Anschluss ein bisschen quatschen, ne? Alles klar. Tschüss, Also macht's danke gut, fürs Leute. Tschüss. Danke. Zusehen. Ciao, ciao. Baba. Cool.